Los. Was war der laut los? Schreit mich jedenfalls sehr auf meine Arme an. Ich kann das kaum noch abwarten. Ich fand Warten sind sehr nützlich. Jetzt gab es Versuchen in den Ort sein, Lauf zu lassen. Okay, das sollte nicht allzu schwer sein. Um mich besser konzentrieren zu können, schloss ich meine Augen und lauschte in den Tönen des Waldes. Viel ging. Das war schon der Bäume, das sind einige Winzige. Setzten die Erde, die unter meinen Füßen zu bilden begann. Ich atmete einmal tief ein, sofort verliebte ich mich in die Welt. Freiheit, in mein neues Ich. Die Bodenwelt in mir steckt. Meine Haut wurde nach und nach immer heißer und meine Gedanken verschwanden in einem dichten Nebel. Es fühlte sich so an, als würde mein ursprüngliches Gesicht auf die Welt vollkommen verschwimmen und dann in Erinnerung für den Platz ein. Und während ich mich sah, stand ich lang wie ein stillgestauten Vampir. Schnell öffnete ich meine Augen. Wow, dachte ich nur. Dass eine noch schärfere Sicht aus vorher überhaupt existieren konnte, hatte ich niemals gedacht. Ich sag mir klar, viel besser. Während mich herum erschien, deutlich bunter zu sein, als ich es als Vampir wahrgenommen habe. Auch in der Nacht. Jetzt fiel mir auf, dass ich ihn hinabsehen musste, weil ich wirklich so riesig. Alter, Tinisti? Diesen normalen Tag ich gleichzeitig aus und ging 2 Schritte weit nach hinten, um mir nicht im Weg zu stehen. Dann hätte ich mein neues Äußeres gesehen. Schaut, dass ich keine 7 Meter hohen Spiegel fand. Sie an mich selbst drunter. Okay, ich mich als Fell. Blau, weiß, genau konnte ich es leider nicht deuten. Mein Name konnte ich nicht sehen, aber ich konnte gut davon ausgehen, dass sie nachher blau waren. Meine Pfoten waren gigantisch, meine Beine kräftig und muskulös. Und zu Beginn nicht ganz so, weil mein Jane ebenfalls nicht los. Er ist wunderschön, rief er und lächelte mich an. Ich schmeichelte, als ich ihm nur einfach danke, als er dort gehen wollte, kam es auf meine Brust wie ein tiefes Knurren. Sofort ließ ich sie alle zurück in die Füße und sich in den Kampf stellen. Ups, ich schüttelte mir den Kopf, in die Verstand. Hat nur versucht, etwas zu sagen, meinte er und die anderen sahen mich verständlich, meine ich. Ich nickte. Und wie sollen wir hier sich mit ihm verständigen? Ich habe ausgesagt und musste meinen nächsten Körper. Das Gute an den Blinden sind keine Not und dann kann sie sich bei ihrer Person mit dem Verständnis versuchen, wie sie so kein Konzentrieren und dann zum Beispiel nicht verständigen. Felix, sagte für seinen Gedanken, sein seine Eltern zu. Ja, kommt von ihm zurück. Da ist der Blutnot oder mehr unterbrochen. Da, ich habe doch gesagt. Sie ist ein von uns, ist die Junge und nicht ein Kind von uns. War da etwa André, so ist er hier, zwischen ihm und seiner Nichte. Tatsächlich war er, so ist er extrem glücklich ihn zu sehen. Die Reise verschwand sofort. Tisi, Jenny sagt, dass du zu uns kommen sollst. Er meinte, du musst unbedingt zu uns in den Jungs gehören, sprach er ruhig. Was? Sollte das ein schlechtes Scherz sein? Der aufgeköpfte Mann auf die Nähe, die fast schon töten, blickte den Vampire und wartete entspannt auf. Ich nur erneut. Verdammt, ich kann es doch nicht sprechen. Ich übersetze für dich, meinte Isenfeld und legte mir zu. Andere mit der Phase musste ich nicht. Sie sieht übrigens nett aus, sagte er. Ich tute mich jedes Mal aber verpflichtet. Sag ihm, dass ich niemals zu ihm gehören werde. Ich glaube, ich kann und er braucht erst gar nicht zu besser, stellte ich dar. Isen sagte es anders, dass ich sofort verwandeln und mich nicht nahe kam. Wenn du nicht mitkommst, dann werden sie alle sterben, hörte ich in meinem Kopf zwischen wieder ein Fächer von aus meiner Brust. André, er möchte nicht, rief Philipp. Er hat mit seinem Fort ausgeschlagen und gekonnt gegen einen Baum. Die Zähne plötzlich schwangen in seine Richtung und bissen zackigen Haar, wo er winzend in den Boden fiel. Was war das? Tod war er nicht. Und kurze Zeit später stand er schon wieder auf den Beinen, Chimian und James zu holen. Wir sollten schnell ins Licht verschwinden. Bevor mit seinem Truppe zurückkommt, war der Heiko und ging zusammen mit seinem Blut heraus. Phil und da Alex liefen hinterher, doch ich blieb stehen. Matthias, wo bleibst du? Wollte Roman wissen. Sie hat geworden. Ich werde sie aufhalten. Ein für alle Mal, gab ich zurück. In der Liga hat eine Minute an sich. Starten sie mit mir, starten mich verständnislos an. Was hast du denn? Fragte Heiko. Er nahm sich mit dem Mut, sich mit mir anzulegen. Ich nicht mehr zu sehen. Setzte mich in Bewegung und schwebte über den Boden. Du bleibst hier, meinte Roman, erinnert mich, dass er von Boden in die Luft hinten mich
Dreieckheit stellen ließen, wie sein Knoten. Schlagen machte ich mich zusammen mit ihm ab. Und wächst meinen Worten. Wie soll er jetzt hineinkommen? Ist er nicht nackt, wenn er nicht normal ist, sagt er vorsichtig. Ich sehe nicht genau, denke ich. Heiko, Roman, lass uns gehen. Ich denke, dass wir mit einem unbekannten Kisi am besten zurechtkommen. Sinkte er uns zu. Auch Urs musste lachen. Und was ist mit mir, fragt er. Ich dachte eigentlich, dass du mitkommst. Oder Kisi hat Lust auf den Geist, sagt er. Ich hab Kopf. Sehr witzig.